Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Nach der mega schönen, tollen Weihnachtskarten-Sketch-Woche im Forum von Dani Poys. Es gab 8 Tage lang jeden Tag einen Sketch zum Nachbasteln für unsere Weihnachtskartenproduktion. Und ich fand die teilweise so schön, dass ich 2 Karten pro Sketch gemacht habe. Also ich habe insgesamt 11 Karten anstatt nur 8 und es sind so viele, dass ich mir dachte, die müssen auch eine ordentliche Verpackung haben. Denn ich habe vor, die zu verschenken. Ich denke mal, dass ich die meiner Oma in die Hand drücken werde oder ich weiß noch nicht. Aber doch, ich glaube, meine Oma bekommt die zum Weiterverschenken. Und ich glaube, das sind nämlich nicht die letzten Weihnachtskarten, die ich in diesem Jahr gemacht habe oder noch machen werde. Die Karten könnt ihr einzeln sehen im Forum oder auf dem Blog von Dani Poys. Ich verlinke euch das aber unten auch nochmal alles in die Infobox. Da seht ihr auch nochmal die ganzen Karten, die das Designteam so gemacht hat aus den unterschiedlichen Materialien. Ich hatte für meine Karten das Weihnachtskartenkit, in dem wirklich alles drin ist, was ihr braucht. Also falls ihr noch kein Material habt oder noch nicht so wirklich wisst, was ihr verwenden wollt und keine Lust habt, euch da irgendwie Materialien auszudenken und auszusuchen. Da ist alles drin. Ja, Thema Schachtel. Ich habe da schon mal welche vorbereitet, wie man ja immer so schön sagt. Und zwar diese beiden hier. Ich habe hier zusätzlich zu dem Weihnachtskartenkit noch Cardstock in Kraft und Weiß verwendet, habe ich mir zugeschnitten und diese Boxen draus gemacht und ich zeige euch gleich, wie ihr die selber machen könnt. Ich habe mir das natürlich nicht selbst ausgedacht, da gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere tolle Anleitungen, aber ich dachte mir, so für unsere Sammlungen jetzt, gerade zu den Sketchen, ist das vielleicht eine ganz feine Sache, um die schön zu verpacken und ich glaube, so als Inspiration ist das immer noch mal ganz gut, wenn man dasselbe hat. Und mir hat das auch ganz gut getan, weil jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Also, dann legen wir los. Ihr braucht einmal für den Boden, also für den Teil, ich zeige euch das mal an der, Cardstock und für oben und doppelseitiges Klebeband und eine Schere und ein Papier und falls Papiertrimmer und Falzbrett oder so ein Kombigerät. Das zeige ich euch aber gleich. Ich habe für den unteren Teil den Kraft-Cardstock genommen von Dani Poys. Der ist nämlich ein bisschen stabiler. Und wenn da nachher die ganzen Karten drin liegen, ist da ja auch ein bisschen Gewicht drin. Papier wiegt, wie wir wissen. Ganz schön viel manchmal. Weil der Weiß ist ein bisschen dünner, also hat nicht ganz so viel Gewicht, aber das ist egal, weil den können wir dann super für den Deckel nehmen und zweifarbig. Finde ich passt ganz gut, weil meine Karten ja auch teilweise weiß oder eben in Kraftfarben sind. Und dann fangen wir auch schon an. Ihr habt euren Stapel Karten. Also wenn ihr schon mal grob wisst, welche Karten ihr nehmen wollt oder verschenken möchtet, ist ganz gut, wenn ihr euch die auch zusammenlegt und dann damit arbeitet. Ich zeige euch jetzt auch, warum oder woran das liegt. Ihr habt nämlich, ich mache das jetzt so, weil hier oben die großen, dicken Glöckchen sind. Ich habe doch einen Kartenstapel. Meine Karten sind im normalen Kartenformat. Das sind 10,5 mal 14,8. Ja, also DIN A6 Grußkartenformat. Könnt ihr natürlich auch in allen anderen Formaten machen, wie ihr möchtet. Ich zeige euch das aber an diesem Beispiel. Ihr habt eure Karten und messt einfach einmal grob, wirklich grob, wie hoch das Gebilde ist. Bei mir sind das jetzt knapp 4 cm. Ich glaube, hier oben wird das schon wieder mehr, ja, 4,3. Das liegt an den ganzen Gebimsel und Gebamsel, was auf den Karten ist. Das ist aber nicht schlimm. Wir nehmen jetzt hier die 4 cm. Das heißt, 4 cm ist das hier, ist die Wand.
die Grundfläche unseres Kartons. Ich habe mir hier schon mal meine Maße vorab zurechtgeschrieben. Ich zeige euch das aber auch gerne nochmal. Das ist unsere Karte. Und das hier ist die Wand. Verzeiht, meine Zeichenkünste ist ein bisschen eingerostet und ich bin noch ein bisschen aufgeregt, deswegen ist das was wackelig. So, aber das ist die Kartenfläche. Das sind die Karten von uns. 10,5, 14,8, aber immer noch mal ein paar Millimeter dazugerechnet, damit die Karten schön viel Platz haben da drin und nicht eingeengt sind und anecken und damit die überhaupt auch wieder rausgehen, wenn ihr die da mal reingesteckt habt. Und dann hier die Wand 4,5 cm und hier die 4,5 und hier genau dasselbe. Und ich kam dann auf ein Ergebnis von 20. Hier. Das sind meine 20 cm. Und das hier sind meine 24,5 cm. Das ist das, was ich für den Boden brauche. Für den Deckel verhält sich das dann wieder ein bisschen anders, denn ich möchte ja auch, dass man hier an der Seite, also dass die Wand des Deckels nicht ganz so hoch ist wie die Wand des Bodens. Wenn man hier diesen schönen Streifen noch sieht und man den Deckel einfach auch besser abbekommt, weil man kann dann hier unten besser packen und das dann so abziehen. Ja, deswegen mache ich hier nur 3 cm anstatt 4,5. Wichtig ist hierbei aber auch, dass ihr, wenn ihr für den Boden ein bestimmtes Maß genommen habt, vom Boden ist ein bisschen kleiner wie die Fläche hiervon, damit das hier drauf passt. Ansonsten, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich meinen ersten Probedeckel nach ewiger Zeit habe. Da habe ich irgendwie nicht mitgedacht. Das sieht nämlich so aus. Also geht da rein, ist leider zu klein geraten. Deswegen dran denken, die Fläche muss größer sein wie die, damit das nachher schön hier drüber passt. Und das sind wirklich nur Millimeter. Also das ist sind vielleicht 2-3 Millimeter an jeder Seite. Macht sich aber sehr schön. Und lässt sich gut packen. So, wir schneiden jetzt unseren Cardstock zu. Und zwar einmal den Boden 20 x 24,5 cm und den Deckel in 17,5 x 22 cm. Los geht's. Wie gesagt, das ist mein Boden. 20 mal die 24,5. Nicht wegschmeißen. Das ist gut erreicht. Und für den Deckel 17,5 x 22. So. Jetzt habe ich meine beiden Teile zugeschnitten. Boden, Deckel. Jetzt wird gefalzt. Das ist auch relativ einfach. Ihr könnt das aber auch mit einem Falzbrett machen, wenn ihr keine Schneide-Falz-Kombination-Gerät habt. Oder auch per Hand mit Lineal. Das ist, wie ihr es am besten habt und könnt. Das ist jetzt hier relativ easy bei diesen Schachteln, weil dass die gleichmäßig sind. Ringsrum einfach bei 4,5 cm. Kann man das überhaupt sehen? Ja, einigermaßen. Um diese Falz bekommen. Genau. Und jetzt hier auch. Nun hier, Achtung. 3 bei 3 cm. Das hier, das finde ich. So. Und jetzt haben wir das eigentlich fertig. Dann können wir das nämlich auch wieder weg.
nimmt uns keinen Platz weg. So, zur besseren Übersicht habe ich mir jetzt mal meine Glasplatte dazu geholt. Dann seht ihr das besser und ich habe hier auch einen ordentlichen Platz zum Arbeiten, wie man so schön sagt. Fertig. Das nächste ist, ihr faltet das wirklich fest. Ich habe jetzt gerade kein Falzband zur Hand, deswegen nehme ich noch eine Schere mit Gummigriff. Sollte man vielleicht nicht machen, oder ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere von euch da gerade jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, aber das geht auch. So. Und hier eben auch. So. Das ist das. Und jetzt geht es eigentlich auch schon darum, um die Einzelteile zusammenzubasteln. Ich habe mir angewöhnt, bei so Schachteln immer darauf zu achten, dass die, wenn ich das hier einschneide, um das festzukleben, das immer so schneide, dass diese Laschen an der langen Seite sind. Einfach damit es in sich stabiler ist. Hätte ich das jetzt hier eingeschnitten und würde das hier an der kurzen Seite einkleben, dann ist die kurze Seite sehr fest, sehr stark. Und das total labbelig. Und das verhindern wir, indem wir einfach hier das einschneiden, an der kurzen Seite einschneiden und an die lange Seite kleben. Und das mache ich jetzt sowohl für den Boden als auch für den Deckel. So, und jetzt kommt etwas, was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Wenn ihr das zusammenklebt mit eurem doppelseitigen Klebeband, denkt dran, es wird so rumgefaltet, das heißt, es wird auch so rumgeklebt, also einmal umdrehen. Und diese Seite bekommt das doppelseitige Klebeband, genauso hier auch. Es klappt nach innen, also einmal umdrehen. Da kommt jetzt das doppelseitige Klebeband hin. Das mache ich jetzt einmal gerade für beide Teile. So, ich war so frei und habe den Deckel schon mal zusammengeklebt. Ich weiß halt, achtmal einfach, dass ein und dasselbe ist. Doppelseitiges Klebeband aufkleben, Trägerpapier abziehen, vorausgesetzt, es lässt sich packen, da ist es. Und das einklappen und dann halt gucken, dass das wirklich so gerade wie möglich ist, damit das ein schönes Bild ergibt nachher und ein sauberes Bild einfach. So. Also ihr seht, das ist wirklich absolut kein Hexenwerk, aber ich finde, das ist so eine schöne, schnelle Idee. Wenn man mal irgendwo eingeladen ist oder jetzt gerade halt zu Weihnachten oder so. Man kann ja auch mal seinen Vermietern irgendwie Grußkarten überreichen. Oder wie auch immer, oder zum Nikolaus, der liebsten Nachbarin, die einem immer die Blümchen gießt, wenn man im Urlaub ist. So, und das ist jetzt die Schachtel. Zack. Boden. Deckel. Na, ist ein bisschen geworden, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und dann kann man die eigentlich schon dekorieren. Wie gesagt, ich hatte das ja zweimal schon gemacht. Hier, das ist, also alles, was ihr hier auf diesen Schachteln auch seht, sind die Reste, die ich von den 11 Karten, die ich gemacht habe mit dem Weihnachtskartenkit, die übrig geblieben sind. Und ich lade euch ein, mir auch noch über die Schulter zu schauen, wie ich meine Box, also diese hier, die dritte jetzt, und ich werde sie alles für alle verschenken, mit Sicherheit. Ich weiß auch schon genau an wen, wie ich die dann noch dekoriere. Da dürft ihr mir gerne zuschauen.
Und zwar Knisterraschel. Ich hier nochmal die Sache aus dem Weihnachtskartenset. Also die meisten zumindest hier mal. Die meisten zumindest, die ich. Nee, eigentlich ist es alles. Ja. Es ist alles. So, dann Musik an. Und viel Spaß beim Zugucken. Einfach ganz schnell mit Resten, die ich vom Kartenbasteln noch übrig hatte. Diese Sterne, die hier drauf sind zum Beispiel, also das Ausgestanzte, die seht ihr hier, die hatte ich hier schon mal integriert. Und den Schriftzug, eine Kleinigkeit, wir schenken uns ja nichts, das ist ja immer so gerade so rund um Weihnachten, ja, wir schenken uns ja nichts, aber dann steht dann aber einer von beiden oder wie auch immer doch meistens nochmal mit irgendwas da. Und ich fand die Kombination einfach total schön. Und ja, da sind meine Schachteln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt Lust, auch ein paar zu basteln und zu verschenken vor allem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen ganz viele tolle Leute gibt, die nur darauf warten, von euch schöne Karten zu bekommen. In diesem Sinne, habt ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.